Kasni Michaeli, Sie sind bei NetJets zuständig für Zentral- und Osteuropa. Wie lief das Geschäft bei Ihnen in Europa und in der Schweiz vom Januar bis heute? Also grundsätzlich können wir sagen für den Gesamtmarkt, dass wir für Europa generell stabilisierende Tendenzen sehen in der Business Aviation. Ganz konkret können wir sagen, dass wir auch einige Areas sehen wie Türkei, Mittlerer Osten, Russland, die GUS-Staaten oder auch teilweise in Schweden und Dänemark, wo wir ein deutliches Wachstum oder ein moderates Wachstum sehen für die Zukunft. Da sind wir vorsichtig optimistisch, wie die weitere Planung ist. Wir haben ja heute hier unser neues Flugzeug, die NetJets Signature Series Phenom 300 von Embraer vorgestellt. Das ist einfach ein Teil unseres Commitments in die Business Aviation für die nächsten 10 Jahre. Wir haben ein Investitionsprogramm aufgelegt von 17,6 Milliarden US-Dollar für die nächsten 10 Jahre für 670 Flugzeuge, die wir Schritt für Schritt in den nächsten Jahren ausliefern werden, um unsere Flotte für unsere Kunden auf dem neuesten Standard zu halten. Und die Flugstunden hier in diesem Jahr in Zürich am Flughafen? Also wir können sehen für uns jetzt, für NetJets ganz konkret, dass sich von Januar bis heute die Flugstunden um 10% etwa erhöht haben. Gleichzeitig ist vielleicht noch interessant für Sie, bei St. Moritz, Samadan, der Airport, sind wir als NetJets Nummer 1 zurzeit, sowohl im Lightjet-Segment als auch in gesamten Segmenten aller Flugzeugkategorien. Die Unternehmen spürten die Finanzkrise in den letzten Jahren, das spürte natürlich auch die Geschäftsfliegerei. Können Sie einen Business Outlook geben, wie es für 2014 aussehen könnte? Also grundsätzlich sind die Trendvektoren, moderat positiv, also es geht in die richtige Richtung. Wir sehen auch, dass unsere Kunden unser Flugzeug weiterhin als Business Tool einsetzen. Ich muss immer wieder betonen, es ist ein hocheffizientes Business Tool, das dazu beiträgt, dass unsere Kunden, Firmen oder auch Privatpersonen ihre Ziele effizienter erreichen. Sie haben 150 Kunden hier in der Schweiz, NetJets. Wie würden Sie diese charakterisieren? Wie alt sind die im Schnitt? Wie lange sind die schon dabei? Was können Sie da sagen? Also wir haben eine ganze Bandbreite an Kunden hier in der Schweiz, in den verschiedenen Teilen der Schweiz, in verschiedenen Altersstufen. Wir haben sowohl Kunden aus dem Company, aus dem Businessbereich, wie auch Privatkunden. Interessant ist vielleicht noch zu erwähnen, dass wir im europäischen Durchschnitt sagen können, 75% unserer Kunden sind Companies, also Large Corporations oder kleinere Unternehmen und 25% etwa Privatpersonen. Hier in der deutschsprachigen Schweiz ist es etwas andersrum. Da haben wir 75% Privatkunden und 25% Geschäftskunden. Aber overall in der Gesamtschweiz sind wir da genau im europäischen Durchschnitt. NetJets gehört ja Berkshire Hathaway, die Beteiligungsgesellschaft des Multimilliardärs Warren Buffett, eine Investorenlegende. Haben Sie ihn schon mal getroffen? Bis jetzt noch nicht, aber ich arbeite dran.